Herzlich willkommen im Stempelpalast. Im heutigen Q&A möchte ich euch den Unterschied zwischen Thinlits, Framelits und Edgelits zeigen und erklären. Dazu werfen wir einen Blick in unseren aktuellen Jahreskatalog. Hier hinten im Bereich der Framelits und Thinlits gibt es immer unterschiedlich Framelits, 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 Framelits. Und hier haben wir Thinlits. Ganz unterschiedliche Worte für ein fast ähnliches Phänomen. Und wenn wir dann nochmal einen Blick in den gerade abgelaufenen Herbst-Winter-Katalog werfen, hier gibt es sogar Edgelits. So. Da möchte ich euch gerne, den behalten wir mal da, gerne kurz ein bisschen was zu erzählen. Framelits sind Formen, die Nudeln oder Stanzen oder ja Nudeln, ich sage ja auch zu euch immer Nudeln, Nudeln etwas aus. Zum Beispiel, wenn wir einfach mal eine beliebige Seite hier vorne aufschlagen, haben wir hier glasklare Grüße. Und alles, was hier dunkel ist, dunkelgrau umrandet quasi, hat Framelits-Formen, um es auszunudeln, damit man hinterher in diesem Fall dieses Wegglas einfach in der Hand hält. Wir schauen uns hier dazu an. Das Wegglas sind einfach nur Rahmen. Ein Frame ist ja ein Rahmen und darum wird einfach nur ein Rahmen um das Projekt ausgestanzt, ausgenudelt. Thinlits sind etwas aufwendiger gestaltet, wie ihr hier schon seht. In der Regel Blumen oder Schmetterlinge habe ich für euch vorbereitet. Dieses hier ist ein Thinlit. Da müssen wir nochmal eben eine Seite weiter. Hier, das ist ein Thinlit, der macht einen Schmetterling, er macht auch Teile mitten aus dem Schmetterling raus und nicht nur dieses hier wäre nämlich dann der Framelit dazu und das ist ein Thinlit, weil auch Inneres ausgestanzt wird. Ganz deutlich wird es auch bei dem Herz hier, dieses hier ist auch ein Thinlit, ganz aufwendig gestaltet bei uns. So, und Edgelits sind Dinge, die nicht ausgestanzt werden im klassischen Sinne, sondern Edgelits verändern die Grundkarte. Ich habe euch mal hier das Set, was ich euch gerade in diesem abgelaufenen Herbst-Winter-Katalog schon gezeigt habe, habe ich euch hier mitgebracht. Ihr seht, dieses hier könnte Teil einer Karte sein und ihr könntet damit einfach die Kartenbasis verändern, weil das so groß ist. Dass man hier die Basis verändern könnte. Noch deutlicher, und deswegen habe ich euch auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht, finde ich, wird es mit diesem Edgelit. Das ist aber in einem Set, wo das ganze Set hinterher Framelits heißt. Aber dieses hier ist auch ein Edgelit. So geht es, glaube ich, immer am besten. Weil dieses Metallstück, nenne ich jetzt einfach mal, macht auch die Kartenbasis in Form, bringt die Kartenbasis in Form und ist deshalb ein Edgelit. Ja, das war schon der heutige Q&A. Thinlits, Framelits und Edgelits. Ich hoffe, es war verständlich und ich konnte euch wieder eine Frage beantworten. Bis bald! Thank you.